Siegerehrung für das Verfolgungsrennen von Ruppolding. Und ganz vorn darf Laura Dahlmeier einlaufen. Viele, viele tausend Fans sind noch hier geblieben, haben ausgeharrt bei mittlerweile strömendem Regen hier in der Chiemgau Arena. Denn sie wollen ihre Laura Dahlmeier feiern, die zum ersten Mal in ihrer Karriere hier in Ruppolding gewonnen hat. Es war ein ganz besonderes Rennen. Es war schwierig, der Schnee tief, das Wetter schlecht. Aber die Zuschauer haben sie nach vorn gepeitscht. Laura Dahlmeier hat am Ende gewonnen vor Gabriela Sokalova und Dorothea Wira. Das sind die drei Besten des heutigen Tages. Gehen wir der Reihe nach und würdigen sie alle einzeln. Im letzten Jahr ging es los für Laura Dahlmeier. Erstes Podium, erster Sieg, insgesamt zwei. In diesem Jahr hat sie drei weitere hinzugefügt. Alle drei Erfolge in Verfolgungsrennen. Und dieser heutige nun der erste vor eigenem Publikum. Was ganz Besonderes. Laura Dahlmeier erst 22 Jahre alt und hat heute hier eine absolute Weltklasseleistung hingelegt. Und keine geringere geschlagen als die Weltcup-Gesamtführende Gabriela Sokalova. Auf der letzten Runde musste sie Laura Dahlmeier passieren lassen, hat 13,3 Sekunden Vorsprung gehabt nach dem vierten Schießen. Und dennoch war es nicht genug. Aber dennoch wieder ein sehr, sehr starker zweiter Rang von Gabriela Sokalova. Ja, und Dorothea Wira ist zurück auf dem Podium, gewann ja die 15 Kilometer von Östersund gleich zu Saisonbeginn. Heute musste sie von etwas weiter hinten ansetzen, war als Sechste gestartet und hat sich zwei Fehler geleistet und dennoch richtig gut unterwegs in der Spur. Am Ende komplettiert sie heute hier das Podium der besten drei. Schauen wir nochmal gemeinsam in die strahlenden Gesichter der drei Ersten der Verfolgung von Ruppolding. In der Mitte Laura Dahlmeier mit 22 Jahren, die Jüngste aus dieser Troika. Gabriela Sokalova bleibt weiterhin Weltcup-Führende und Dorothea Wira, ups, hat das strahlendste Lächeln Südtirols. Da fliegen die Ski durch die Chiemgau Arena. All das wird Laura Dahlmeier nicht davon abhalten, auch morgen wieder anzugreifen. Wenn es dann in den Massenstart geht. Schauen wir noch schnell auf die 4., 5. und 6. Platzierten. Tiril Eckhoff, die schnellste heute in der Spur, von 17 auf 4. Auch die Weltmeisterin der Verfolgung, Marie Dorin, war sehr schnell unterwegs. Zweitbeste in der Loipe, von 12 auf 5. Also, wenn man in der Verfolgung nicht aufgibt, dann geht noch einiges. Auf dem 6. Platz, beste Platzierung ihrer Karriere, Paulina Fialkova aus der Slowakei. Also war sie die Siegerehrung der 4. Verfolgung der Saison mit einer strahlenden Siegerin aus Deutschland, mit Laura Dahlmeier, die am Ende gewonnen hat vor Sokalova und Wira aus Tschechien und Italien. Überreicht von Heiko Krause.